Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Terminator Resistance. Wir befinden uns immer noch im Stadtzentrum, haben jetzt aber das Code-Lesegerät samt Batterie gesammelt und sollen nun ja die Codes herunterladen. Außerdem der Auftragskiller wird ja auch schon aktiv. Warum das denn? Treffen wir hier nochmal auf ihn. Schauen mal, wo uns die Nebenmission hinführt. Nirgendwo. Wird uns trotzdem hier angezeigt. Merkwürdig. Ja, vervollständige die Codes, weil das wohl mit dazugehört, um den Auftrag abzuschließen. Der Hauptauftrag gehört da natürlich mit zu. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, ich habe das vorhin nicht wirklich mitbekommen, was wir jetzt genau machen müssen. Wenn uns Mac dabei helfen soll, die Verschlüsselung dieses Plasmagewehrs der zweiten Generation zu umgehen, dann müssen wir ihm Skynets neueste Sicherheitscodes beschaffen. Die einzige Möglichkeit, sie zu erhalten, besteht darin, uns mit einem speziellen Code-Lesegerät, das in Alvins Labor zu finden sein sollte, mit einer HK-Einheit zu verbinden. Müssen wir das irgendwie ausrüsten? Nein, ich glaube, ich muss tatsächlich zum Zielpunkt. Oh, hier ist jetzt aber ordentlich was los. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Du warst doch schon fast kaputt, komm. Aber zwei Lümmeln hier noch rum. Einer scheint kaputt zu sein. Wir haben auch oben die Erfahrungspunkte dafür bekommen. Schön, dass du ruhig stehen bleibst. Das finde ich sehr gut. Was mich ein bisschen fuchst, ist diese Flugeinheit. Und wir sind hier oben auch noch sowas von ungeschützt. So, und hier kommen wir tatsächlich nicht lang. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch den ganzen Weg zurückrennen. Ich glaube aber, wir müssen jetzt hier unten lang, ne? Ich guck nochmal auf die Karte. Ja, weil wir hier links lang müssen, müssen wir tatsächlich hier unten lang. Dann können wir uns wenigstens vor der Flugeinheit immer so ein bisschen verstecken. Macht auch Sinn. Hier ist keiner. Oh, schön. Und er hat gespeichert. Ich will aber hacken. Leute, ich hack doch so gerne. Ach, muss ich auch. Oh. Ah, okay, da oben müssen wir lang. Das Level kann noch dauern. Keine Ahnung, wie groß der Bereich hier jetzt ist. Wir haben hinten wieder kleine Spinnen. Aber auch ein Terminator, der sich wieder nähert. Und direkt weg ist. Kommt der zweite. Auch der ist direkt weg. Sehr gut. Und die Lufteinheit ist wieder da. Geh weg. Die Spinnen waren ja das geringste Problem. Und das mit den T
Terminatoren ging gerade eigentlich auch ganz gut. Dank des Scharfschützengewehrs. Was mir halt hier echt nur Sorgen bereitet, ist die Flugeinheit. Ich könnte versuchen, die mit dem Raketenwerfer vom Himmel zu holen, aber... Okay, das hier scheint eine Sackgasse zu sein, dann schaue ich da nochmal rein. Vielleicht finden wir hier ja irgendwas Nettes. Na? Ich wieder festgebacken? Nein, doch nicht. Zum Glück. Skynet antenna up ahead. Looks like they set up an outpost here. Should I engage? That's not your main objective, but I'll leave that up to you. Noch ein Außenposten zu vernichten, wie schön. Ist denn der Außenposten? Ach Mann, Leute. Hier zum Ende wollt ihr es nochmal wissen. Nun schickt mich hier echt über die ganze Karte. Nachladen. Wo sind denn die beiden, die hier eben spazieren gegangen sind? Erstmal werde ich ihn wieder hacken. Der könnte uns eine Hilfe sein. Oh. Vielleicht holt er uns auch die Lufteinheit vom Himmel. Wäre natürlich super. Oh, was ist das denn hier? Sah letztendlich aber schwerer aus, als es ist. Richtige Weg. Ich gehe wieder zurück.
sollte nicht in der Nähe sein, wenn die sich bekriegen. Scheint aber tatsächlich auf das Geschütz konzentriert zu sein. Da sind die beiden wieder. Mal kurz hier schauen. Der Außenposten ist ja eigentlich da, aber ich möchte hier gerne speichern noch. Ach du Heiliger. Nichts drin, wollt ihr mich verarschen? Oder können wir durch? Ich weiß nur nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, jetzt bereue ich so langsam ein bisschen doch nicht herstellen, ganz hochgesetzt zu haben. Denn so eine Dosengranate wäre jetzt ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir haben bis jetzt ja noch keine. Ich weiß auch nicht, wie viel hier noch kommt. Speichern erstmal. Das gefällt mir überhaupt nicht von der Seite. Ich glaube, von der Seite hier ist es ein bisschen angenehmer. Noch ein paar Silberfische, die scheuchen wir mal kurz auf. Oder töten sie direkt. Ein paar Silberfische. Prozent Gesundheit. Kämpft er wieder mit dem Geschützturm? Nein! So. Ah.
Das hat schon mal gut geklappt. Hallo. Oh Gott. Das ist nicht euer Ernst. Hier soll ich lang? Achso, ist schon ausgerüstet. Okay. Ich muss es wohl versuchen. Bringt ja nichts. Hat geklappt. Gespeichert, wieder sehr schön. Ah, der Außenposten, der liegt aber auch etwas blöd hier gerade. Ach du Scheiße. Ich muss das jetzt leider so machen. Oh, da kommt schon der nächste. Shit. Wow. Der Turm hier ist schon mal zerstört. Schaffen wir doch von der Seite niemals. Ob wir das mal wieder hinkriegen? Oh, nee, glaube ich nicht. Da ist ja direkt ein Turm.
Moment mal. Wenn der gleich wieder hier langkommt, den kriegen wir doch bestimmt auch durch dieses... durch diesen Laserzaun erledigt. Hoffe ich doch. Hier bin ich, genau. Was ist denn der andere? Ach, der liegt weiter vorne. Hallo. Tor. Ecken sind auch nochmal Erfahrungspunkte. Wir hacken uns ja durch. Und wir hacken uns auch bei dir durch, beim Schweren. Oha. Das ist ja echt fies gerade. Oh Mann. Shit. So, geschafft. Ach, ganz vergessen, dass hier noch Türme sind. Links dreht er sich aber eigentlich nicht. So. Damit haben wir auch diesen Turm gehackt. Zwei Türme noch im Untergeschoss. Jetzt erstmal wieder schauen, hier runterkommen.
das Labyrinth, wo wir dann nachher wahrscheinlich den richtigen Weg nehmen müssen, um rauszukommen. Das heißt, bevor wir hacken, sollten wir gucken, wie wir gleich hier wegkommen. Ach, schon wieder so einer. Oh Mann. Oh Mann. Shit. Noch 4 Versuche. Noch 2 Versuche. Weil ich zu hektisch war. Ach ja, beschießt euch mal. Gute Idee. Ich halte mich dann mal aus der Geschichte raus. Ist hier das Terminal, das wir hacken sollen? Nein. Aber das hier sieht mir richtig aus. Also hier geradeaus. Dann bis zum Turm links. Nein, hä? Doch. Wir müssen dann an beiden Türmen schnell vorbei. Das innerhalb von 10 Sekunden. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Ah, jetzt langsam wird's aber albern hier mit euch. Das doch hier gerade gar nicht. Mein letzter Versuch. Was passiert, wenn es mir nicht gelingt? Dann kann ich es nochmal versuchen. Interessant. So. Ach, hier geht's auch raus. Haha. Another outpost destroyed. Affirmative. Did I use that correctly? Das ist schon mal gut. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Haben noch einen Fertigkeitspunkt. Herstellen. Nee, ich nehme doch Härte. Wir haben das jetzt auch ohne die Dosengranate geschafft. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch nicht, was jetzt noch kommt. Aber Härte ist ja nie verkehrt. Eine 40%ige Resistenz gegen Schaden, den wir erleiden, da sag ich nicht nein.
Ach, die Spiders. Hier bin ich. Oh Gott, was ist hier los? Du willst auch noch. Oh, das war gerade wohl noch eine Notiz. Drunter und drüber. Habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Notiz lag. Irgendetwas ist gewaltig schiefgelaufen. Nachdem wir den Panzer außer Gefecht gesetzt hatten, begannen die Soldaten sich aus dem Nichts gegenseitig abzuknallen. Und bevor wir uns da sahen, waren überall hin Waffen gerichtet. Ich glaube, ich blute. Hier ist aber so viel Blut, dass ich nicht mal sagen kann, ob es von mir ist. Das war doch jetzt eine Notiz. Ja, war es. Uns fehlen nur noch zwei Notizen, Leute. Dann haben wir alle gefunden. So, ich glaube tatsächlich, dass das hier das finale Level, vielleicht das vorletzte ist. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Könnte ich nochmal speichern, aber da geht's ja auch nicht lang. Ich muss ja hier lang. Nein, das ist nicht gut. Heim mich aber mal nicht, dass wir hier irgendwie einen Schuss abkriegen und deswegen sterben. Vielleicht gehe ich jetzt doch noch mal hier hin und speichere. No! Verarsch mich doch nicht. Nochmal, was ich hier herstellen kann. Nochmal das. Dann machen wir nochmal das. Ah, komm, das Rote stellen wir auch nochmal her. Dietrische stelle ich jetzt
11 Stück her. Dann haben wir 60 an der Zahl. Ich glaube zwar nicht, dass wir die noch brauchen. Ich weiß auch gar nicht, ob das gedacht ist, dass wir hier alles killen und umnieten. Aber solange es klappt, ne? Warum nicht? Ach komm, Spiders. Wer war denn das jetzt ganz hier erfasst? Mach einfach mal auf. Da kommen bestimmt die Silberfische. Hallo, Silberfisch. Nein, jetzt sag mir nicht, von hier komme ich nicht rein. Ich habe mir das gerade so schön vorgestellt, dass das von hier gut klappt. Müssen wir also da lang. Das scheint dann auch das Ende zu sein. Ich werde trotzdem nochmal speichern. Werde das nicht aufs nächste Video schieben, sondern werde das versuchen, jetzt hier noch zu erledigen. So dass wir das Level nicht noch ein Level, also nicht noch ein Video weiterziehen müssen. Und jetzt war hier aber noch der blöde Geschützturm. Den wir aber auch noch mal hacken, der nervt mich nämlich. Genau, hier geht es ja wieder da lang. Jetzt müssen wir also den Weg da hinten lang. Oh, hier haben wir ja nochmal was zum Hacken. Nochmal schwer. Jetzt haben wir hier wieder ziemlich viel Gemüse mit drin. We've got a problem. That HK is still functional. I can't get near. You'll need a rocket launcher to even make a dent in that thing. You better find one. Du kannst Hakapanzern Schaden zufügen, indem du Raketen in den Generator auf ihrer Rückseite schießt. Darüber hinaus können Hakapanzer einige Sekunden lang außer Gefecht gesetzt werden, indem du ihnen Raketen an den Kopf schießt. Got it. Trying to analyze its weakness. Okay, its power supply is located on its back. Shoot it. Hurry, Skynet's reinforcements are starting to show up. Ja, geil, aber ich habe ja nicht mehr so viele Raketen.
Lasergesteuerte. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht mal die Munition aufnehmen, die da drin ist. Gerade nicht mal, wo hinten ist. Watch out! Drones approaching! It's done! Quick, get behind it! Oh, jetzt kommen auch noch die. Keine Munition, nein! Zu blöd zu sehen, wo hier noch Munition liegt. You can stun it if you shoot its head. Okay, das klappt zwar auch, aber sehr minimal. Noch 6 Stück. Ach, das ist ein explosiver Kanister. Ich dachte, das wäre auch Munition. Versuchen es einfach mal mit den 6, die wir haben. The power supply rivers, it's on its back. That's it. Now hide. Bad news. My sensors are picking up an aerial transporter in your vicinity. Nein. Ist das übel hier. Noch einmal, dann haben wir ihn. Ah, jetzt kommen aber die, natürlich. Warum auch nicht? Feuer ab. Shit. Ja, überleben wir nicht.
Auch das haben wir überlebt. Sehr schön. Rocket, run! Fuck. Nein! It's done! Quick, get behind it! Jetzt aber... HK's down! Good job, Rivers! Download the security code and get out of there! I need to take a nap. That was exhausting. So, dann hacken wir das mal. Got it. Moving out. Und haben den Erfolg zweite Generation freigeschaltet. Und hier geht's jetzt wohl wieder raus. Wie weit müssen wir denn da latschen? Okay. Ich hoffe mal, dass wir hier keine weiteren Gegner mehr haben. Dass wir den Rückweg jetzt einfach antreten können. Und würden dann das Level hinter uns lassen. Ich bin Freund, hallo, wir kennen uns. Ich hab dir den Rücken gekrault und seitdem magst du mich. Kommen wir raus. Sehr schön. Ah, ich hoffe, er schmiert nicht wieder dabei ab. Ich werde mich auf jeden Fall schon mal verabschieden, denn das nächste Level, das machen wir dann natürlich auch im nächsten Video. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.